Schon über 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an den Kommunikationsseminaren des Kreises Nordfriesland teilgenommen. Hier nun ein Einblick in das Seminar vom Oktober. Silke, was meinst du, welchen Nutzen hat der Kreis Nordfriesland von dieser Kommunikationsreihe? Der Nutzen der Kommunikationsseminare liegt darin, dass wir ein Verhaltensprofil in den Mittelpunkt stellen, das den Mitarbeitern ermöglicht, ihr eigenes Kommunikationsverhalten besser kennenzulernen und auch mehr Verständnis und Einfühlungsvermögen für Kommunikation mit Dritten zu entwickeln. Langfristig wird sich hier eine ganz neue Kommunikationskultur im Kreis entwickeln können, und das ist der Beitrag der Seminare. Hier sehen wir das DSG-Modell. Das sind die verschiedenen Typen, der D-Typ, der I, der S und der G-Typ. Und in dieser Gruppe haben wir vornehmlich stetige und gewissenhafte Typen vorgefunden. Die Hauptkriterien dieser Verhaltenstypen sind tatsächlich bei dem stetigen Typ dieses Liebenswerte, gemeinsam zu arbeiten, nach einer Teamlösung zu suchen. Das ist auch so, dass man dadurch angenehme Arbeitsklima sozusagen erzeugt in einem Unternehmen. Wir haben auch einige Initiative-Typen, das sind dann halt die, die für das Lebendige ein bisschen sorgen, für das Gesprächige, sodass auch für die Arbeit begeistert werden kann. Wie wirkt sich das aus, wenn viele Teilnehmer einem Profil zuzuordnen sind? Wenn wir viele S- und G-Typen haben, keiner wirklich die Führung übernehmen möchte. Die Vielfalt in einem Team macht es letztendlich aus. Es ist immer gut, von allen Verhaltenstypen Menschen dabei zu haben, sodass eine runde Arbeit entstehen kann. Das Seminar gefällt mir sehr gut. Ich finde es richtig inspirierend. Und ich finde es auch eine gesunde Mischung zwischen dem, was wir hier theoretisch lernen und was wir in praktischen Übungen vertiefen. Ich werde für die Arbeit da, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen können. Wenn ich jetzt also an meinen Job im IT-Bereich denke, in Projekten auch besser die verschiedenen Charaktere einteilen und verstehen mit seinen ganz persönlichen Stärken und Schwächen. Katrin, was hat dir an dem Seminar besonders gut gefallen? Die Erkenntnis, dass alle Menschen unterschiedlich sind, das weiß man vorher auch schon, aber dass eben tiefer eingestiegen ist, was für verschiedene Profiltypen es gibt bei uns Menschen. Zum einen auch zu sehen, wie ticke ich selbst und was gibt es für andere Sorten von Profilen, und dann abschließend eben so die Erkenntnis, wie können wir alle gut miteinander umgehen, wenn wir das berücksichtigen, dass eben jeder so seine eigene Art hat. Die Typen, verschiedenen Kommunikationstypen, fand ich sehr interessant, weil man sich auch immer wieder selber gefunden hat, und es ist interessant, sehr viel über sich zu lernen. Für meine tägliche Arbeit aus dem Seminar nehme ich mit, auch auf andere, für andere ein Verständnis zu entwickeln, dass sie vielleicht andere Kommunikationstypen sind, als ich es bin, um halt auch Konflikten aus dem Weg zu gehen und einfach auf die Menschen mehr einzugehen. Wie geht es weiter mit der Seminarreihe, und wenn sie zu Ende ist, gibt es da auch seitens der Crew Empfehlungen für den Kreis Nordfriesland? Also wir würden uns natürlich wünschen, dass alle Mitarbeiter teilnehmen an den Seminaren, sodass auch jeder mit dem Modell arbeiten kann und das für die Verbesserung seiner Kommunikation auch einsetzen kann.